Wir haben nicht mal ein Hotel, wo wir hingehen können, Digga. Wir schlafen einfach abends in Meckes oder so. Oh, Sunny, ist yeah. Einfach die City-Spieler sind hier bei uns drin. Ja, das ist gut, ist gut. Schieß doch! Schieß doch mal! Was machst du da? Es ist wieder soweit. 10.000 Euro versus 100 Euro Stadion-Trip. Wieder das Champions League Viertelfinale. Champions League, the Champions League. Bayern gegen City. Für Bayern sieht's schlecht aus, genauso wie für Mo und mich, denn wir haben diesmal den 100 Euro Trip erwischt. Heute in München. Gerade noch auf dem Weg, den Mo die alte Sackratte einzusammeln und dann müssen wir zum Hauptbahnhof, denn von da aus nehmen wir heute den Zug. Digga, gar keinen Bock. Für alle, die nicht wissen, was hier abgeht, unser Format 10.000 Euro versus 100 Euro Stadionblock heißt, ein Team hat 10.000 Euro Budget zur Verfügung für diesen Trip, das andere leider nur 100 Euro und muss gucken, dass damit klarkommt. Ich bin diesmal wegen dem Rematch im 10K-Team und da kommt schon mein Kompaniero für diesen geht, Trip. Bruder. T-Dog! Ey, was direkt auffällt, wir sehen beide normal aus, ne? Geld hat uns nie verändert. Nee. Wir haben zwar heute viel Geld, aber oder einfach gleich geblieben. Einfach so, Digga. Einfach so. Oh, turn around, baby, turn around. Ja, ja. Ab im Flieger. So, wo haben wir jetzt auch gefunden? Bist du eigentlich schon mal Zug gefahren? Ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben Zug gefahren, Alter. Ich bin Zug gefahren, weil ich musste. Weil ich zum Frankfurter Flughafen fahren musste. Ja, wir haben heute so einen Eiszug. Keine Ahnung, ich habe da noch nie von gehört. Eiszug? Eis. Ja. Eis? Für dieses atemberaubende Frühstück. Mit dem hier. Nee, dem. Haben wir jetzt 25 Euro gezahlt. Das ist das erste Geld, was von unserem Konto runtergeht. So, wir sind am Hauptbahnhof angekommen. Wer sich jetzt natürlich fragt, was das Ganze hier kostet. Wir haben 45 Euro für das Bahnticket gezahlt. Das heißt, wir haben noch wir haben nicht mehr so viel übrig. Auf jeden Fall jetzt noch ein Brötchen snacken. Und da muss ja auch noch ein Hotel her. Oder das billigste Brötchen, ne? Ja. Wir brauchen nicht so viel. Wir gewinnen ja sonst immer. Deswegen heute ganz entspannt. So, man lässt sich natürlich Zeit. Man ist der Letzte, der in den Flieger steigt. Denn Geld hat uns niemals verändert, Leute. Ab nach München. Das ist auch mal sehr interessant, hier heute mit dem Fußvolk zu reisen. Ne? Ist man ja normalerweise nicht gewohnt. Das haben auch hier schon die ersten Leute erkannt. Ich glaube, da vorne ist eine Schulklasse. Wenn die uns kennen, Junge, dann wird das hier total schaden. Ne? Ja. Hoffentlich erkennt uns keiner. Ich bin jetzt im Flieger. Das Ganze hat 620 Euro gekostet. Für uns noch ein Schnapper, ne? Aber jetzt ab nach München. So, wir sind jetzt hier im Zug. Ein Brötchen für 5 Euro war noch drin. Damit haben wir dann noch genau 50 Euro fürs Hotel. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Absteige wird, ne? Ob das bei den Jungs gerade auch so aussieht? Ich glaube nicht. Wir haben gerade mal eine Stunde geschafft und hier wird man auch noch kontrolliert, ob man ein Ticket hat. Also, das ist ja anders, Digga. Wir sind sicher in München angekommen. Ich fand den Flug echt angenehm. Ich frage mich, ob es auch so angenehm ist bei den anderen Jungs, bei Holzi und Mo. Team Homo, könnte man sagen. Also wegen Holzi und Mo. Ja, ob es im Zug auch so schön ist. I doubt it. Hauptbahnhof Frankfurt, Rotlichtmilieu, wo an jeder Ecke ein Koksticker steht. Frankfurt haben wir schon mal geschafft, ne? Geht's noch weiter bis nach München, Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie hier vom Flughafen zum Hotel gelangen, ist ja logisch. Bruder, ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben viel zu viel Gepäck. So kommen wir noch niemals in ein normales Auto rein. Wir haben schon sehr viel dabei auf jeden Fall, aber keine Sorge, Habibi. Ich kenne da natürlich ein paar Leute. Lass schon jetzt mal Anrufe machen. Alles klar, bist du bereit? Willkommen. Der Zug hat auch noch eine Stunde Verspätung, weil wir so viel getrödelt haben. Das heißt, wir kommen erst um 16 Uhr dann fertig. Bruder, ich hab doch gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich kenne wen, der holt uns ab. Da passt doch das ganze Gepäck rein. Bruder, ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Bruder, ich mensch mich doch. Jo, wir sind zu zweit, Bruder. Hallo. Was denn? Die Stadt hier sieht sehr schön aus. Keine Ahnung, welches es ist, aber es ist schön. Schreibt es in die Kommentare. Ach du Scheiße. Ja, du bist mir ein bisschen zu nah. Willst du nicht mal da rüber gehen? Oh, danke schön. Ja, so ist das schon besser. Da hinten, ne? Willst du auch was? Verstehst du mich überhaupt? Wie bitte? Eigentlich hätten wir schon seit einer Stunde ankommen sollen, aber ja, ob das bei den Jungs auch so aussieht, keine Ahnung. Ich denke nicht. Die gönnen sich wahrscheinlich. Wasted life.
seit über 4 Stunden fahren wir, ja. Die ganze Zeit hier schönste Wetter. Jetzt kommen wir immer näher an München ran und es fängt an zu regnen, Digga. Wollen die mich verarschen? Ich glaube, wir sind da. Sehr lieb. Schönen Tag euch. So, gerade bezahlt. Die Limo hat genau 180 Euro gekostet. Nochmal 10er gegeben, war ein richtiger Ehrenmann. Also minus 190 Euro. Und jetzt sind wir schon vor unserem Hotel. Das 4 Jahreszeiten. Wir sind in Deutschland, da heißt nicht 4 Seasons, da heißt 4 Jahreszeiten. Wir sind angekommen im kalten München. Wir haben jetzt, glaube ich, nur noch knapp 4 Stunden Zeit, um zum Stadion zu kommen. Deswegen wird es jetzt richtig, richtig stressig für uns. Ja, dann ab, ne? Ab geht's. Wir haben jetzt eingecheckt hier ins Hotel. Zimmer sind noch nicht ganz bezugsfertig. Aber ist kein Problem, wir haben eh noch was in der Stadt zu erledigen. Aber, Bruder, einfach die City-Spieler sind hier bei uns drin. Leute, also ich hoffe, wir werden den einen oder anderen Spieler finden im Hotel. Bleibt auf jeden Fall dran, dann zeigen wir euch gleich unser Zimmer. Ist eine sehr geile Suite. Das ist auch sehr sweet, so wie du. Digga, was ein Wetter hier. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal zum Hotel laufen. Gib mal ein, das heißt Hotel Prank. P-R, Hotel Prank. Prank. P-R-A-N-K. Also wir haben kein Hotel, oder? Ich würde das verraten. Wir haben kein Hotel. Digga, ich habe mir gedacht, diese Buchungen und so waren online super teuer und das passt nicht ins Budget rein. Also, und wir haben ja jetzt nur noch knapp 50 Euro. Ja. Deswegen dachte ich mir, wir gucken einfach vor Ort, dass wir was finden. Heute für das Rückspiel. Bayern muss 3 Tore aufholen. Müssen wir uns noch ein bisschen einkleiden, weißt du, ein bisschen supporten. Wir können nicht wieder so wie No Names gehen. Deswegen gehen wir einmal uns Bayern-Stuff holen. Jetzt 5 Stunden Zeit, im Zug nach Hotel zu gucken, du Vogel. Weißt du, der kommt mir nur, dass wir hier ankommen und er sagt, ja, Frank. Ja, ich wollte das erst hier sagen, dass wir keinen sagen. Geiler Frank. Ihr habt es ja schon gesehen, aber ich glaube dran, dass Bayern das Comeback noch schaffen kann. Aber was meint ihr, wer gewinnt allgemein die Champions League? Also Real jetzt auf jeden Fall im Halbfinale, Bayern oder City, ich hoffe Bayern. Und wahrscheinlich eins der Mailands. Wer holt sich diese geile, fette Champions League Pokal? Schreibt es einmal in die Kommentare, Leute. Hallo Madrid, hallo Madrid! Haben wir vielleicht noch ein Zimmer frei? Leider nicht. Leider nicht. Wir haben eine Shopping Spree, Leute. Wir haben uns jetzt gut eingedeckt. Das sind die Sachen für uns. Ich habe mir hier ein normales Trikot genommen, Spidey den Anzug. Das, meine lieben Freunde, ist für euch. Deswegen wisst, in die Kommentare schreiben, liken und dann habt ihr Chance, ein cooles Bayern-Trikot zu gewinnen. Genau, und vielleicht sogar mit Unterschrift, wenn wir gnädig sind. Mit Kuss auf jeden Fall. Digga, das ist ein Trip. Es ist so am Pissen. Mir ist arschkalt. Und wir haben nicht mal ein Hotel, wo wir hingehen können, Digga. Ich sag dir ehrlich, wir schlafen einfach abends im Mc's oder so. Kann man auch mal machen, ne? Ist auch mal eine Erfahrung wert. Und wenn du Hunger hast, dann gönnst du den Burger, Alter. Und sonst pennst du halt da. Ehre. Hegedai, Hosai. So, 380 Euro haben wir jetzt in dem Laden hier verballert. Ganz schön teuer, diese Adidas-Klamotten. Und keine Ahnung, wie viel Budget wir noch haben, aber heute wird einfach rausgeknallt, ohne Spaß. Heute gönnen wir uns einfach mal und euch natürlich auch. Gibt gerade nichts Schöneres für mich, als durch den Regen in München zu laufen mit meinem Freund Mogetan. Nach 6 Stunden Fahrt. Zu wissen, dass wir hier vielleicht keinen Schlafplatz finden werden. Das haben wir auch mal verdient, weißt du, weil sonst sahen wir immer die dicken, fetten Hotels ab und heute pennen wir mal auf der Strada. Ja, Bruder, wir hatten den teuren Flug. Das teure Hotel, die teure Limo. Es fehlt eigentlich noch richtig gutes Essen, ne? Ich weiß, was du meinst. Hast du auch dasselbe Gedanken? Ja, 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 normal, ja, okay, Digga, okay. Wir gönnen uns richtig. Also wo ist jetzt ganz genau dein Hotel, wo wir jetzt 10 Jahre lang hingelaufen sind? Laut Google Maps musste das hier sein, oder irgendwie. Bruder, das sieht ein bisschen leer aus hier, ne? Ultra leer aus und das sieht todesranzig aus, Digga. Dieses Festmahl hat jetzt 37 Euro und 80 Cent gekostet. Der Prank geht gerade ein bisschen nach hinten los. Ich glaube, ich habe mich auch selber ein bisschen dabei geprankt. Also wie es aussieht, kriegen wir hier kein Hotel hier, Mann. Wir waren jetzt bestimmt in 6, 7 Hotels, haben nachgefragt. Keiner hat ein Zimmer frei. Warum hängt oder steht das hier in diesem Hotel? Könnt ihr mir das erklären? Was geht hier vor? Ab in den goldenen Aufzug. Wir können jetzt endlich ins Zimmer und mal sehen, ob wir ein paar City-Spieler treffen. Ich sag ja, wir sind auf derselben Etage. Also wenn wir hier heute in dem Block City-Spieler im Hotel treffen, das wäre geisteskrank. Leute, unsere Gebete wurden erhört. Wir sind hier doch noch in einem Hotelzimmer angekommen. Wir sind hier direkt an so einer Baustelle und Mülldepot. Wir sind jetzt gut außerhalb von München. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch gucken, wie wir gleich zur Allianz Arena kommen. Das nächste Problem. Wir haben ein Einzelzimmer bekommen. Das war das Einzige, was noch frei ist. Heute Abend ist Kuscheln angesagt, ne? Scheiße.
Oh, und ein schönes Zustellbett, ne? Falls Haaland bei uns pendelt. Falls der Haaland hier schlafen will. Alter Junge, so, das rühren wir nicht an. Wir sind Sportler! Oh, Haaland, Haaland! Ach du Scheiße, was ist das denn? Oder hier ist, glaube ich, die Mannschaftsdusche, ne? Das ist wirklich größer als manch Kreisliga-Dusche. Also kurz zu dem Preis, wie viel haben wir hier für den Bums bezahlt? 1540 Euro für eine Nacht. Das ist bodenlos, das ist so übertrieben teuer. Ich meine, das Zimmer ist geil, das Hotel ist geil. Aber man zahlt hier einfach nur für den Namen, sage ich euch, wie es ist. Aber die Man City-Spieler, die zahlen auch für diesen Namen. Guck mal hier, was für lange Gänge. Da hinten ist doch schon irgendein Massenmörder. Ach du Schande, das ist richtig strange hier, Digga. Digga, was ist das hier? Das ist hier, glaube ich, Gruselhaus, Digga. Das gibt mir diese Krankenhaus-Psychiatrie-Vibes, Digga. So, Freunde, die Badehose ist angezogen. Mission City-Spieler hier im Hotel finden startet. Kurz vorm Spiel eigentlich, die müssen doch noch so in Wellness-Bereich, Pool, Sauna, Spa einfach so gehen, oder? Drückt uns die Daumen, dass wir ein, zwei City-Spieler hier vielleicht noch vorm Spiel treffen. Das wäre einfach nur wild, Alter. Das wäre wirklich einfach nur wild. Die Mission startet. Lego. Ihr wollt natürlich jetzt auch wissen, was das kostet. Das Ganze kostet leider 80 Euro die Nacht. Aber man kann ja jetzt sagen, so, ne, wir sind ja zu zweit mäßig. So, der Mo ist ja dabei. Ne? Ich muss den ja mitnehmen hier auch für Video und so. Deswegen 40 Euro pro Person so gesehen. Ne? Ja, damit haben wir den Rahmen aber eigentlich auch gesprengt. Und wir haben auch kein Budget mehr von dem Sinne. Deswegen nichts essen. Spiel gehen wir jetzt nur, weil die Jungs uns gesagt haben, okay, die haben da eine Überraschung für uns. Für uns geht's dann vielleicht auch ins Stadion, weil wir den letzten Mal gegönnt haben, so. Und für die jetzt sagen, wie 80 Euro, ihr habt Budget gesprengt und so, auch wenn ihr zu zweit seid, ey. Das war das Günstigste, was wir jetzt noch kriegen konnten. Wir sind in jedes Hotel reingegangen. Alle haben uns eine Absage gegeben. Dann haben wir noch drei Hotels gefunden, die noch Zimmer hatten. Das war das Günstigste hiervon. Und ja, deswegen haben wir das dann genommen, weil andernfalls hätten wir in der Allianz Arena übernachten müssen oder wirklich auf der Straße. Und das wollten wir uns jetzt nicht antun. Leute, könnt ihr euch noch an diese Zeiten erinnern, wo ich nicht ins Four Seasons konnte in Madrid, wo ich draußen wie Penner auf Straße gelebt habe? Ja, diese Zeiten sind sowas von vorbei. Ich sitze im Four Seasons schön auf dem Klo und lass mir den Arsch anspritzen. Das klingt irgendwie falsch. Das ist ekelhaft! Ach du Scheiße! Was hab ich gemacht, Bruder? Fällt nicht mehr auf! Hör auf! Tom und ich sitzen hier in der Lobby. Leute, hier, der Beweis. Wenn wir ein bisschen Glück haben, treffen wir irgendwen, finden wir irgendwen. Ich glaube, du musst jetzt mal das Lied von Haaland anstimmen. Wer kennt's nicht? Das klassische 35 Euro Club-Sandwich. Aber wir sitzen hier und wir liegen auf der Lauer für die City-Spieler, deswegen. Wir haben eigentlich gar keinen Hunger. Es ist ja alles nur aus Taktik. Von da können die kommen oder von da? Da ist er doch, das ist doch Haaland. Und wir haben noch ein bisschen Budget, auch was wir raushauen können. Von daher lassen wir uns jetzt schmecken. Und hoffentlich bis im nächsten Take Haaland neben mir. Leute, guckt, wen ich gefunden habe. Hello, I am Haaland. Nice to meet you. Good game, man. Yes. Today you scored. I score one goal for you. Wir haben jetzt hier die Rechnung bekommen. Was meinst du? Ich schätze 105 Euro. Okay. Ich sag 106 Euro. Oh, ist ja langweilig. 111 Euro. 111 Euro für zwei Kaffee und zwei Toast. Ja moin. Ja moin, Digga. Also, ich will mich auf jeden Fall gut vorbereiten. Ich habe mir angeguckt, können wir ein Foto machen? Heißt, kennen die Tat der Bilde? Auf Norwegisch. Genau, auf Norwegisch. Das will ich aber laut sagen, wenn er kommt. Haaland, kennen die Tat der Bilde? Oder da muss er ja sagen. Okay, ich muss auch üben. Haaland, kennen die Tat der Bilde? Kann wir das Bilde? Ach ja, ja, mich willkommen machen, ich mich machen. Kann wir das Bilde? Jetzt müsst ihr aber auch kommen, Digga. Und ich umsonst Vokabeln geübt. Eine Ewigkeit später. Wir haben ein massives
L gerade mitgenommen, Leute. So ein L. So. Geisteskrank. Wir haben so lange in dieser Lobby gecampt, auf die gewartet und irgendwie haben die es geschafft, uns auszutricksen und aus dem Hotel zu kommen, ohne dass wir es merken. Leute, es ist 19 Uhr. Wir haben gerade überlegt, ich glaube, wir saßen seit 14 Uhr in der Lobby. Seit 14 Uhr, das sind unnormal viele Stunden. Wir müssen uns selber fertig machen fürs Game, sonst kommen wir selber nicht mehr pünktlich zum Stadion. Und ich meine, wir haben ja immerhin gute Tickets, deswegen sollte das Spiel auch ganz heiß werden. Egal, dafür jetzt in fresher Bayern-Montur. Und City hat uns wirklich so hops genommen, wie den FCB im Hinspiel, Alter. Die haben uns einfach wirklich... Digga, 6 Stunden Zeit so. Aber wir wollten halt ein paar coole Bilder. Wir wollten Haaland Kandidate Bilder. Kandidate Bilder, wie geil. Wir haben Norwegisch gelernt für die Scheiße. Wir wollten halt ein paar Spieler so für euch einfangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, die zeigen, dachten wir cool, dann keine Ahnung, sind durch irgendeinen dreckigen Hinterausgang raus. Damit die anderen, aber Mo und Holz hier nicht hops genommen werden, haben wir natürlich wieder von unserem Geld ein bisschen abgegeben an denen auch Tickets gegönnt, so wie die uns letzte Woche. Aber wir haben die nicht einfach geschickt, sondern die müssen die erstmal von einem Mittelsmann abholen, sage ich mal. Von einem Art Paketboten, von einem Lieferanten. Die müssen die vor dem Stadion suchen und dann kriegen sie ihre Tickets. Aber natürlich... ganz, ganz oben, wie Taube unterm Dach. Wir warten jetzt auf den Uber zur Allianz Arena. Der kostet nochmal 52 Euro. Ich hoffe wenigstens, die Plätze sind Maschallah. Ich möchte in Thomas Müllers Gött sitzen. Ich möchte so nah sitzen, dass ich Sané eine Bombe geben kann. Der ist gebrochen. Ich aber auch. Ich wurde einmal gebrochen, zack, und dann nochmal durchgebrochen. Ich will ein Foto. Ich hoffe, weiß schon, wie es geht. Wie geht's da? Kann ich tacken, ne? Wir sind schon wieder komplett locker. Warte, ich hab den Tab noch auf, falls Haaland gleich noch kommt. Kann wie Tatte Bilde. Kann wie Tatte Bilde. Hat mir nichts gebracht, als ich das auswendig gelernt habe. Nichts gemacht. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind an der Allianz Arena, ey. Shoutout an den Fahrer, der hat unnormal Gas gegeben. Der hat nochmal gecarried. Wir haben jetzt knapp 15:45. Also schaffen wir es wohl noch, denn da ist der wunderschöne große Anus. Von mir. Und die Allianz Arena ist auch da. Da merkt man auf jeden Fall, die Münchner Fans, die lieben das Bier. Digga, hier steht nur Bier. Ey, macht doch jetzt mal hier einen Tornado, Digga. Hier wurden, glaube ich, einige Tornados schon gezündet, ne? Let's go. Let's go. So sieht's aus. Predictions. Ihr merkt es an, das wird ein knackiges 1-0 für City. Ich glaube auch. Auch wenn ich es unnormal schade finde, ich gönne Bayern so sehr, dass sie Comeback starten. Oder ich gönne uns auch ein geiles Spiel. Ja. Und tatsächlich habe ich den anderen auch ganz nice Tickets gegönnt. Die sitzen nicht so am Arsch der Heide, nicht so wie Tauben unterm Dach. Die sitzen eigentlich ganz gechillt. Ich weiß gar nicht, ob die anderen es wissen. Hier einmal der Preis. 280 Euro pro Ticket. Bayern ist anders teuer, Leute. Bayern ist next level teuer. Wir sind auf jeden Fall drin. Wir haben die Tickets. Keine Ahnung, wo wir genau sitzen. Das müssen wir jetzt natürlich noch ausmachen. Die Leute, die drehen hier alle komplett am Rad. Unsere sind da aber noch mal einen Ticken teurer. Das seht ihr dann, wenn wir auf den Plätzen sind. Keine... 235 ist da oben, Digga. Oha, da müssen wir rein. Ich glaube, die Brokey-Jungs sind jetzt schon drin. Wir lassen uns da natürlich ganz gediegen Zeit. Die VIPs kommen zum Schluss. Ist natürlich nicht ganz so nah dran wie bei City, aber sieht gut aus. Ehrlich, Stabi, habe ich nicht mit gerechnet. Die Jungs sind richtige Ehrenmänner. Lass mal ein Like da für die Jungs. Wir haben noch ein gediegenes Ründchen um die Arena gedreht. In den ersten 5 Minuten passiert eh nichts, deswegen noch ein bisschen Cardio reinkriegen. Nein, Spaß, wir suchen einfach unseren Block, Digga. Ich finde diesen Block nicht. Wir haben gerade unsere Plätze gefunden. Und die Aussicht ist geil, Digga. Die Aussicht ist geil. Wow, clean, Mann. Hey, da bin ja ich auf dem Feld. Die Glatzen sind vereint. Also ich glaube, die Bayern spielen heute Doppelspitze mit Mane und Sané. Die verstehen sich so gut, die spielen Doppelspitze. Toma! Upamecano! Sané! Die Bayern-Fans haben gesagt, die bleiben so lange stehen, bis die erste Tor geschossen haben. Oder ich hoffe, er hat 90 Minuten, ne? Ja. Oh, yeah. Vergleich das mal mit der Stimme.
Manchester. Kampf 4 ist next level. Und drei Tore aufholen müssen. Da ist es gerade. Wenn wir einen Pass schaffen, ist so ausrasten wir, ne? Angriff hier über die rechte Seite von den Bayern. Der kommt. Sané, diesmal keine dicke riskiert. Aber man muss sagen, trotzdem ist kein Vergleich zu 3-1 von Holzbüro. 3-1 war Next Level, da haben die abgerissen. Aber trotzdem auch nochmal geil. Sehr geil. Sané ist aufgeplatzte Lippe, sehe ich trotzdem von hier. Hier in den ersten 10 Minuten mehr Chancen gehabt als im Hinspiel. Komm, bleib mal, pfeif du rein. Verpiss dich, du! Ja, freust du dich, ne? Fazit der ersten paar Minuten. Bayern ist schön aggressiv, genau wie die Fans hier. Das gefällt mir. Und Choupo-Moting wird Game-Changer sein. Hey! Ich bin rein, Alter! Der Schiri, Digga, anders. Es war ein ganz klares Foul. Bei uns haben wir auf jeden Fall die richtigen Kollegen, ne? Mein Mann, wir sind so. City hier das erste Mal sich am Durchtanken im gegnerischen. Ja, hat der Sommer. Kein Problem für den Sommer. Ja, ja, ja! Nope! Ah! Yeah! Jetzt Mané gibt den Niederbombe! Es ist wieder Sané! Ach du Schande. Ey, die Dinger musst du halt machen. Wenn du jetzt das 1-0 in der 16 gemacht hättest, Junge. Ach du Schande, Digga. Bruder Sané, was machst du? Ey, das war doch wieder ein Foul. Oh, 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 oh. Ja! Der Schiri ist mit Man City Bus gekommen. Rot! 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 Rot, der gibt Rot, Digga. Schiri ist gekauft. Bruder, das war's. Aber war abseits. Der hat eine rote Karte gezeigt, oder nicht? Hä? Hä? Was sehe ich hier? Bin ich blöd? Ich hab doch eine rote Karte gesehen, oder nicht? Oder hat der gelbe verwechselt? Bruder, ich hab keine Ahnung, was hier gerade. Schiri hätte rot gegeben, aber war abseits. Dieses Spiel hier wird so eskalieren. Bitte nicht mal 20 Minuten gespielt und es geht so ab hier. Das ist anders, Digga. Egal, der geht jetzt rein. Ansage. Ey, dieser Sané ist zu krass. Ist zu krass. Komm. Ja, das ist gut, Schieß doch! Schieß doch mal! Was machst du da? Ja, 30. Minute, da kann man mal ein bisschen Zeitspiel machen. Ne? Ederson fängt jetzt hier an zu schauspielern und die Fans rasten hier auch nochmal aus. Ja, das heißt, er fängt an, diese Drecks Zeitspieler an. Dazu sage ich ja nur, das ist der absolute Klassiker. Ne? Der Klassiker. Bruder, wie laut die hier sind. Bitte mach jetzt, die müssen noch ein Tor machen in der ersten Halbzeit. Wenn die vor Halbzeit nicht treffen, dann ist der Arsch ab. Wenn City ein Tor jetzt macht, dann ist es vorbei, Bruder. Sag ich dir, es ist. 12 Sekunden später. Digga, es gibt Elfer. Schiri gibt Random-Karten an Bayern-Spieler. Du kriegst eine Karte. Ja, aber nur, wenn du rote Trikot an hast, Digga. Upamecano gelb bekommen. Es gibt einen Elfmeter, Digga. Es gibt einen Elfmeter, hä? Ach, du Scheiße, Digga, Bruder. Jetzt vorbei, Digga. Es gibt Elfer, nicht mal gecheckt. Es gibt Elfer.
super. Ich habe vor 10 Sekunden gesagt, wenn City ein Tor macht, ist vorbei. Ich glaube, es ist gleich vorbei, ich bin ehrlich. Ja, dann kann wie Tante Bilde, kann wie Tante Bilde. Digga, ich check das heute nicht. Was geht hier ab, Alter? Haaland gegen Upamecano, der hat schon gelb, der hat schon gelb. Hey. Man muss sagen, Upamecano macht heute ein gutes Spiel. Nope. Nein, du bist da. Du musst schon auf die Tore schießen, damit Tore reingehen. Ederson gelb. Wie kann man in der ersten Halbzeit für Zeitspiel gelb kriegen? Was ein Doof, Digga. Digga, das ist halt dreckiger Fußball, aber sind wir ehrlich, so würden wir das alle machen. Ne? Komm, jetzt aber vor der Pause noch, komm! Vor der Pause! Schieß alleine! Mach alleine! Was passiert da? Mach ihn noch! Was ist hier los? Das soll nicht sein, Digga. Jetzt eskaliert es ja auch auf dem Feld. Ich glaube, Kimmich und Gündogan oder so. Langsam fange ich an Fußball zu mögen, Digga. Das ist mein Sport. Das ist deutscher Fußball, deutsche Fankultur. Digga, deswegen sind Rückspiele so interessant. Ne? Das ist so fucking intens. Das ist so intens, so viele Emotionen, so eklig teilweise. Halbzeitstatement. Bayern spielt gut. Bayern ist besser, aber die hätten ein, zwei Dinger machen müssen. Ja. Vor allem, wenn die drei Tore da raufholen müssen. Aber jetzt wird es super hart. Vor allem, wenn Haaland schon Elfer daneben schießt. Das ist die Chance. Der hat gegönnt als Wiedergutmachung, weil der keine kennen wir mal Gebilde mit uns. Nee, ist klar. Kann mich tut geboten. Nee, kein Fall. Ja, aber Bayern muss jetzt Gas geben, weil 0-0 zur Halbzeit ist Katastrophe. Aber wir hoffen, ich drücke so hart Daumen, dass Wurst schon unten rauskommt, dass Bayern das noch macht, Digga. Guck mal, wen wir getroffen haben. Die erste wichtigste Frage. Kann wie Tante Bilde? Kann wie Tante Bilde? Yes. Oh, gracias. Keine Ahnung, was es ist. Wie gefallen dir die Plätze? Das ist Hammer, habt ihr gut gemacht. Deswegen danke auf jeden Fall an die Jungs, habt ihr uns gut ausgesucht. Ja. Und das Spiel? Ist auch geil, aber ich hätte mir gewünscht, dass Bayern schon ein Tor gemacht hat. Dann wäre es spannender. Ne? Zweite Halbzeit drin. Wir brauchen Tore von Bayern. Aber leider schießen die jetzt auf das Tor. Ach, Scheiße. Nope. Ja! Ja, Sommer! Hey. Mein Mann! Haaland kann mit Tante Bilde! Haaland kann nix kann er. Elber verschießt er, 1 gegen 1 verkackt er. Anders der Typ. Auf jetzt die Rote! Digga, das kann nicht wahr sein! Was? Wieso geht der scheiß Ball nicht rein, Mann? Oh, und wieder Konter und Konter! Das war's. Und die City-Fans, da rasten aus, Digga. Upamecano tut mir so leid. Upamecano kann nichts dafür machen. Da kommen wir nach oben, Digga. Da sind die Fans von City nach oben. Da tun wir auch mit der Wand, Digga. Upamecano, ey. Wenn die Jungs vorne das Ding nicht reinhauen, Digga, Upamecano kann auch nicht alles wegverteilen. Haaland kann nix kann er. Aber und wer war schuld? Natürlich der Holzi, weißt du, ich lege hier Auge auf Haaland, der kann nix. 2 Minuten später trifft er. Sorry. Was sind diese Sprüche nachher? Oh. Hat dir das ein Fan geschenkt, oder was? Nee, das war dir das geschenkt. Ah, Ehrenmann. Ey, warum hab ich nichts gebraucht? Jetzt kommt unser Liebling, Sadio. Der kommt sogar für Sané. Geben die sich Hand. Die haben sie sogar Hand gegeben. Einfach Mané gebracht für Sané. Also wir haben es live gesehen. Sané und Mané haben sich auf jeden Fall abgeschlagen bei diesem Wechsel. Aber schon komisch, warum die nicht gleichzeitig auf dem Feld spielen. Was meint ihr, wem gibt Mané heute nach Spielbombe? Schreibt es in die Kommentare.
Bro, was ist denn ein Rückpass, Digga? Ist lost. Ist lost gerade vom Bayern. Komm, jetzt. Was machst du da? Was machst du da? Ja! 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 Jawohl! Abseits. Er hat Fahne. Ja, da kommt schon Becher geflogen. Abseits? 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 Aber doch nicht. Das ist nicht normal. Bruder, ich schreie hier wie ein Geisteskranker. Ich bin hier wie einfach. Ich wollte schon nicht jubeln, weil ich dachte schon Abseits. Ja, Mané hat da eben auf Hand reklamiert im 16er. Und jetzt wird sich das, glaube ich, angeguckt. Elfer Bayern nochmal. Für die Ehre, den Ehrentreffer, komm. Gib den Elfer. Es gibt den Elfer! Und der Capitano. Der Ball ist freigegeben. Pille! Stell mal bitte vor, die drehen das jetzt noch in 10 Minuten. Bruder. Drei schnelle Tore, komm, Jungs. Oder die werden jetzt so auf Zeit spielen, das wird absolut eklig. Ja, komm. Nope. Oh, selbst er geht drüber. Digga, das war's jetzt gewesen. Das Spiel ist aus. Gut gekämpft, aber nichts draus gemacht. City gegen Madrid, ne? City gegen Madrid. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn wir auch City gegen Madrid besuchen sollen. Für diese Scheiße haben wir jetzt 2.300 Euro bezahlt. Für diese Plätze und für dieses Spiel. Jetzt heißt es voller Fokus Richtung Madrid. Hala Madrid. Así, 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 a la Madrid.